Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zur Minecraft Adventure mit dem Bram, dem Jay und mir, dem Peter. Wir gehen gerade den Wahlomat der Bayerischen Landtagswahlen durch und labern darüber. Ich bin so gespannt, was da rauskommt. Bullshit. Und ja, ich auch. Also nehmt euch alles ernst, was wir hier sagen. Es ist viel Quatsch dabei. So, weiter im Text. 8 Fragen haben wir noch. Ist kein Quatsch dabei, ist unsere Meinung. Das ist ein Unterschied. Ja, gut, aber schon. Kannst du nicht sagen, dass da teilweise auch Bullshit gelabert wird? Aber wir machen da schon, da das ja 3 Leute sind, die immer dran denken, wird das halt schon, ist das schon alles ein bisschen durcheinander, wie wir letztendlich wählen. Egal. Diplom- und Magisterstudiengänge. Die bayerischen Universitäten sollen Diplom- und Magisterstudiengänge anstelle des Bachelor- und Masterstudiums anbieten. Nein. Keine Ahnung, was der Unterschied ist. Anders benennen, nicht, aber dann Bayern muss wieder eine Extrawurst haben, Alter. Wir haben ja extra auf Bachelor und Master umgestellt, weil das eine europäische, aber auch generell internationale Anerkennung hat und das alles vereinfacht mit den anderen Ländern arbeiten, mit den eigenen Deutschen quasi anerkennen und so. Viele haben sich damals darüber beschwert, dass das halt den deutschen Abschluss entwertet, weil halt in bestimmten Ländern ein deutsches Diplom beispielsweise viel wert war und ein deutscher Bachelor ist halt Bachelor, den gibt's halt überall. Kann ich auch verstehen. Aber da jetzt wieder umzustellen auf irgendeinen eigenen Scheiß, finde ich halt auch wieder Quatsch. Aber ist nicht in. Ich bin ja. Moment, jetzt hatte ich jetzt ein Diplom. Ja, da, du bist noch in der Zeit gewesen, wo. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt ganz bestimmte Studiengänge, wo immer noch Diplom angeboten wird. Ja, genau. Ärzte und so weiter. Genau, ja. Weil das halt wurde ein schwereres Studium, beziehungsweise Jura ist, glaube ich, auch, oder? Das passt halt nicht in das Bachelor- und Master-Ding. So, ne? Ja, genau. Also, das dauert halt alles viel länger. Ist nur Diplom. Staatsexamen, da bin ich gerade verwirrt. Glaube ich nicht, dass das Diplom ist. Nee, Diplomstudien, okay, Diplomabschluss ist was anderes, glaube ich. Damit habe ich nämlich angefangen und als Bachelor habe ich aufgehört. Damit habe ich mich halt jetzt auch nicht mehr beschäftigt. Timo hat beispielsweise zweites Staatsexamen im Jura und da hat er ganz schön lange für gebraucht, weil das dauert halt einfach lange. Dass Bayern halt wieder irgendwie eine Extrawurst kriegen soll, bin ich dagegen. Nee, ich bin nicht wegen der Extrawurst, ich bin generell dafür, dass man das soll gleich einheitlich sieht, nachdem sein. Man das jetzt, genau. Das ist ja immer noch nicht einheitlich, da wird ja immer noch dran gearbeitet, dass das alles passt. Okay. Nein, also wir stimmen nicht zu, es soll nicht so sein, genau. Dritte Startbahn, der Flughafen München soll eine dritte Startbahn bekommen. Was? Okay. Okay, da habe ich mal, ich meine, das ist ja ein krasser Verkehrsflughafen, wo viel passiert, ja? Ja. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass der dritte Startbahn für mehr Kapazität sorgt, aber eigentlich nicht für noch mehr Lärmbelästigung, weil alle 30 Sekunden Flieger startet. Ja. Also ja, bin ich dafür. Meine Frage ist, was hat die Politik damit zu tun? Also, muss da bestimmt genehmigt werden. Flughafen? Staatlicher Flughafen? Kein staatlicher Flughafen einfach? Ich meine, beispielsweise hier Münchner Flughafen ist ja der Heimflughafen von der Lufthansa. Die haben da ja schon ihr eigenes Terminal hingesetzt. Ich dachte, das wär Frankfurt. Nee, München ist deren Ding. Die haben da Terminal 2 gehört rein der Lufthansa. Das ist der Lufthansa-Terminal. Die haben da eigene Lande- und Startbahn und all so ein Scheiß. Deswegen, da stecke ich jetzt auch nicht drin, was das jetzt alles zu tun hat. Ist das jetzt wieder eine Lufthansa-Subventionierung, um die es da geht? Ist der Bedarf da beispielsweise? Hast du da so viel Mehraufkommen, dass der Platz schon wieder nicht reicht, weil das zweite Terminal ist beispielsweise noch vergleichsweise neu. Oh, sorry. Da werden ja jetzt hier, die haben ja 2,5 Terminals sogar, ne? Bram, du musst da ja immer mit dieser komischen Bahn noch extra zu diesem Zusatzterminal fahren. Das ist halt alles ungeil. Und immer wenn ich nach München fliege, muss ich dann noch immer ganz viel Bus fahren mit meinen Flugzeugen, weil die da nicht so viele Anlegeplätze haben. Also das zackt halt schon, aber ich weiß halt nicht, wie viel öffentliche Gelder es da geht. Um potenziell einfach nur irgendwelche Firmen zu unterstützen. Deswegen stecke ich da nicht dran. Also aus meiner Sicht, ich denke halt, ich muss weniger warten dann, wenn ich im Flugzeug sitze, bis der Start freigegeben ist. Im Zweifel. Ich muss, wenn es wirklich die Lufthansa unterstützt, was meiner Meinung nach gut wäre, weil ich die Lufthansa mag, ist das auch okay für mich. Und drittens wohne ich nicht in der Nähe von München, also ist ja scheißegal, ob da eine dritte Startbahn ist. Ich bin dann, wenn dann nur Tourist oder Arbeiter, der dann da ist und ich denke, eine dritte Startbahn macht alles für mich einfacher, deswegen stimme ich zu. Rabbi? Habe ich ja direkt gesagt, bin dafür. Achso, okay. Alles klar. Du warst neutral, ne? Ja. Bin definitiv dafür.
Förderung der Ökolandwirtschaft. Der ökologische, die ökologische Landwirtschaft soll vom Land vorrangig gefördert werden. Also Bio. Vorrangig vor was? Anderer Landwirtschaft. Vor konservativ. Also du kriegst halt Subventionen, wenn du Bio bist. Biobauer. Weil du halt dann deine Auflagen halt hast, die du dann halt einhalten musst. Für Bio. Kann ich mit ökologischem Landwirtschaftsbau genug Essen produzieren für alle Deutschen? Ja, wird aber teurer, ne? Also Bio, okay. Bio-Hähnchen kostet halt schon seine... Ob das erstmal teurer ist oder nicht, spielt keine Rolle. Ich will wissen, ob das überhaupt machbar ist, genug zu produzieren. Ja, keine Ahnung, wie viele Bio-Landwirte es gibt. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es genug gibt. Aber die müssen halt alle umstellen. Und das ist halt hart. Hat ja schon seinen Grund, dass man eher konservativ das macht, anstatt halt Bio. Ist ökologisch auch besser für die Umwelt gleichzeitig? Ja, das glaube ich Sachen. Beispielsweise darf mein Vater nicht Pestizide spritzen auf der Weide oder Unkrautvernichter oder sowas, sondern weil wir halt so auf unseren Weiden Jakobskreuzkraut haben, ja, hat er tatsächlich früher noch selber, als er noch jung genug war, halt ist er über die Weiden gegangen, hat das Zeug gerupft mit der eigenen Hand. Und mittlerweile lässt er halt das machen, weil er halt das nicht mehr kann. Von Jay. Nee, weil ich halt auch nicht mehr da wohne, aber ich habe das früher auch gemacht. Ich habe mir dabei ein bisschen Taschengeld verdient, ja. Ist halt ein guter Workout, ist ein gutes Workout, die Scheißdinger da rauszuziehen. Förderung von ökologischem Landwirtschaft finde ich auch gut. Ja, definitiv. Macht Sinn, weil mein Vater das halt auch selber ist. Stimme zu. Traditionelles Familienbild. In der Schule Nein. soll vorrangig das traditionelle Familienbild Vater, Mutter und Kinder vermittelt werden. Nein, das ist so altbacken. Das hätte Adolf selbst doch schreiben können. So altbacken ist das. Nee, finde ich auch Quatsch. Also. Was ist denn, wenn da zwei Männer sind, ja, und die wollen halt ein Kind adoptieren? Dann darfst du darüber in der Schule aber nicht schreiben, weil das leider zwei Vollschwuchteln sind oder was? Das ist doch Bullshit. Ich glaube, so extrem ist es nicht. Es geht, glaube ich, halt primär darum, das quasi als den Standard in der Schule zu behandeln und den Rest als was Besonderes. Aber auch das ist ja schon wieder nicht in Ordnung. Ja, so eine Sonderstellung, ja, sehe ich auch so. Das Einzige, was ich jetzt nicht finde, ist, ja, dass wenn man sagt, okay, alle, dass dann irgendwelche nachher noch die nächste Diskussion gibt über Quotenverteilung von Familienstandbildern in Schulbüchern oder so, ja. Und nein, wir müssen jetzt aber mindestens so viele Gedichte mit Homosexuellen haben wie mit klassischem traditionellen Familienbild und, was ist, ja? Was ist denn, wie stehst du zu zwei Transgendern, die Helikopter vom Gender sind, Ja, und das ist mir scheißegal, was die privat sind, ja. Okay. Wichtig ist halt, im Pass, dass er versteht, Transmensch oder so oder divers oder so heißt es, glaube ich. Ich glaube, darum geht es auch nicht in der Schulbuchdarstellung. Es geht quasi um Mutter, Vater, Kind, also weiblich, männlich, Kind. Ja, denke ich auch. Nicht weiblich, weiblich oder männlich, männlich. Und der Vater kommt von der Arbeit, die Mutter hat dann Essen fertig gekocht. Wahrscheinlich, so stelle ich mir das genau vor. Weil, wie sagte schon Dr. Oetker, die einzigen zwei wichtigen Fragen der Frau sind, was ziehe ich heute Abend an und was koche ich für meinen Mann? So sieht es nämlich aus. Stimme nicht zu. Abschaffung der Grenzpolizei. Die bayerische Grenzpolizei soll abgeschafft werden. Warum? Glaube ich generell ist so eine Grenzpolizei was Vernünftiges, aber die muss halt jetzt nicht jeden kontrollieren. Aber als wir von Bayern nach Österreich gefahren sind und wieder zurück, ja, ich meine, da standen die da rechts, haben so allgemeine Verkehrskontrolle gemacht. Also Österreich ist jetzt nochmal was anderes, aber... Na, von Österreich kommen immer die bösen Menschen. Ja. Nach Deutschland, also... Muss man immer aufpassen. Die Grenze, obwohl die jetzt kommt ja wieder mein geografisches Fachwissen. Woran grenzt Bayern überall? Nur Österreich oder? Ich würde sagen Schweiz noch. Das war nämlich von genau der Schweiz meine Frage. Weil wir mit der Schweiz vom Bodensee rübergefahren sind, Peter. Aber sind wir da? Wo sind wir denn gefahren? Wir sind aber nicht in Bayern reingefahren. Sind wir da nicht in ein anderes Bundesland? Ja, sicher sind wir nach Bayern reingefahren, Alter. Okay. Wir sind doch erstmal nach Ravensburg, Peter, ist Bayern. Gefahren. Ja, wo ist das denn? Ist doch Bayern. Okay. Oder bin ich jetzt gerade der Oberdulli? Gott. Ich dachte, es wäre vielleicht... Baden-Württemberg. Ja, genau. Ich dachte, es wäre Baden-Württemberg. Okay, bin ich der Oberdulli. Weil ich dachte mir auch gerade so, hä? Also ich meine, ich glaube auch, Bayern grenzt nicht mal an die Schweiz. Deswegen habe ich die Frage so ganz vorsichtig formuliert.
Nee, Bayern grenzt auch die nicht. Die grenzt indirekt am Bodensee. Ja, indirekt, aber es gibt noch diesen kleinen Zipfel am Bodensee, der noch zu Bayern gehört. Ja, genau, das sind wir rübergefahren. Ja. Genau die Zipfel sind wir rübergefahren. Kein Scheiß. Wirklich? Ja. Ja. Aber Ravensburg ist dann schon Baden-Württemberg. Ja, okay. Das kann sein. Und wo seid ihr angekommen? In Friedrichshafen, wa? Ja. Ich glaub schon. Aha. Mich nicht schwach. Und? Baden-Württemberg. Nein! ihr seid aber über die Schweiz nach Dingens gefahren. Wir sind, ja, wir, da, ich sehe sogar die Grenze hier bei Google Maps. Ja, wir sind noch kurz ein Stück durch Bayern gefahren, durch Lindau am Bodensee. Ach komm, ey. Ist doch scheiße hier. Okay, also, gut, weil meine Frage wäre halt gewesen, wenn Bayern an die Schweiz anknüpft, dann ergibt die Grenzpolizei ja viel mehr Sinn, weil Schweiz ja nicht EU ist. Ja, aber das spielt ja keine Rolle, ist ja Schengen. Ach so, spielt das dann auch schon wieder keine Rolle, okay. Alter, ich schenk dir auch was. Und zwar schenke ich dir eine Stimme dagegen. Ich bin auch dagegen. Warum sollte man jetzt eine komplette Grenzpolizei abschaffen? Also es gibt, Moment, ist das was anderes als Zoll? Weil es gibt ja Zoll auch. Grenzpolizei wird sicher was anderes sein. Ja, weil beispielsweise es gibt ja jetzt auch keine nordrhein-westfälische Grenzpolizei, sondern es gibt halt den Zoll. Da gibt es bestimmt, oder? Guck mal, also ich habe zumindest an der Grenze noch nie was anderes außer dem Zoll gesehen. Grenzpolizei. Das ist bestimmt in Bayern dicker als in NRW. Ja. Polizei. Enze. Okay, keine Ahnung. Also in... Ah, okay, pass auf. Der Fall ist der, da das seit dem 1. August 2018... Ah, darum geht's wahrscheinlich. Die bayerische Grenzpolizei als Bestandteil der Landespolizei wiedererrichtet wurde. Die wurde neu eingeführt. Ach, wahrscheinlich genau. Hat Seehofer die wieder eingeführt wegen der Flüchtlinge. Und die einzige Aufgabe ist halt Grenzüberwachung, Grenzkontrolle sowie die Beseitigung von Störungen und die Abwehr von Gefahren, die die Sicherheit der Grenze beeinträchtigen können. Oh, so eine Scheiße. Mhm. Weißt du, guck mal, wieder politisches Halbwissen, was man erst hatte, ne? Ja. Ah, die soll weg. Ja, bin ich auch der Meinung. Das kann ja auch die Polizei selber im Zweifel machen, wenn es dann wieder arg ist. Ja, soll abgeschafft werden. Hä? Die gibt's auch erst seit dem 1. August 2018, finde ich halt auch witzig. Die sind gerade erst der Start. Was? Verarschen? Warum ist das jetzt abgebrochen? Was denn? Ich bin wieder beim Start. Oh, nee. Ich habe einfach auf Stimme zugedrückt und dann ist der wieder zurückgegangen. Okay, Dieselfahrverbot. Oh, fuck, Alter. Oh, mein Gott. Okay, wir können ja trotzdem weitermachen mit der nächsten Frage. Inklusion an Schulen. Alle Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen sollen ausschließlich an allgemeinen Schulen, zum Beispiel Grundschule, Mittelschule, Realschule und Gymnasium, unterrichtet werden. Moment, geht's da nur um körperliche oder auch geistige Behinderung? Mit Behinderung. Alter, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Jetzt mal, also ich bin halt immer... Alter, ich weiß, hast du da mitgeklickt damals, Bram? Hab ich mitgeklickt? Ich versuche mich da jetzt nochmal schnell durchzuklicken. Ob du mitgeklickt hast bei den Fragen. Ja, ich weiß nicht mehr, ob du die Antworten weißt. Ich hab mitgeklickt, ja, aber abschaffende Grenzpolizei, danach hat er bei mir auch neu angefangen. What the fuck? War die falsche Antwort. Ohne Scheiß. Sachdinger bei Asylbewerbern haben wir gesagt, das bleibt bei Geld. Wir warten 2-1. Okay. Ich mach das währenddessen weiter, während ihr dann noch. Okay, fahr zwischendurch einfach. Inklusion. Pass auf, folgende Situation. Jetzt auch wieder ein Thema, wo ich auch überhaupt gar keine Ahnung habe, ja. Aber ich hau einfach mal trotzdem eine Meinung aus. Wie funktioniert das, wenn du beispielsweise in der Schulklasse zwei geistig behinderte Menschen hast? Schüler oder Schülerinnen, whatever, ist ja scheißegal. Befugnisse der Polizei bestärken oder beschränken? Ich meine, ich hatte da zugestimmt wegen dem Spucken. Ja, aber ich weiß nicht mehr, was Bram und ich gesagt haben. Fuck, Alter. Boah, was ist denn das jetzt für eine Scheiße? Soll die Polizei verstärkt werden oder nicht? Ging es da darum? Verstärkt, ja. Aber das war nicht mit der Nummer oder dem, dass die erkennbar sind. Nee, das kommt noch. Sag doch mal schnell. Also soll die bestärkt oder beschränkt werden? Oder neutral?
Ich sag bestärkt wegen dem Spiel. Nee, ich glaube, da hatte ich neutral gesagt, weil ich glaube, die war stark genug, aber ich verstehe auch anderes. Ich weiß es aber tatsächlich. Was sagst du, Peter? Meine politische Meinung hat sich geändert. Ich weiß nicht, ich sag jetzt auch neutral, ich weiß es nicht mehr. Okay, stimme zu. Stimme nicht zu. Nee, neutral. Zweimal neutral. Ja, ach ja, zweimal neutral, ja, stimmt. Aber ja, Peter, ich weiß genau, worauf du hinaus möchtest. Und ich finde halt auch, dass es ein Unterschied ist zwischen körperlicher Beeinträchtigung und geistiger Beeinträchtigung, weil natürlich gibt es auch solche Fächer wie Sport, aber da kann dann quasi ja der körperlich Beeinträchtigte nicht mitmachen. Und bei geistigen Behinderungen kann halt der bei all den anderen quasi Fächern genau, also nicht mitmachen, wo es halt auf Geistesleistung ankommt. Ja, deswegen bin ich halt der Meinung, dass man da schon eine eigene Klasse für braucht von Förderung und so weiter. Weil ich glaube auch nicht, dass halt jemand, der halt ansonsten nicht so mitkommt im Unterricht, da halt richtig aufgehoben ist. Weil ganz ehrlich, selbst schwächere Schüler sind ja fast schon nicht mehr in der Klasse richtig aufgehoben. Ja, genau. Wie soll man denn dann jemanden mitnehmen noch, der der halt so dumm wie der klingt, aber nicht gar nicht auf sein Leben klarkommt. Weil der halt, ich weiß nicht, um ihn herum passiert im Zweifel. Deswegen weiß ich halt nicht, wie die, also ob, also ich meine, das ist jetzt, das liegt für mich so sehr auf der Hand, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das der Plan ist. Vielleicht wollen ja einfach sich so, wir sparen uns die Sonderschule dafür und inkludieren die alle in normale Klassen und das ist ja gut. Ich bin ja sowieso tatsächlich, also da bin ich wahrscheinlich total gegen den modernen Gedanken der Erziehung. Was war aber, die Videoüberwachung? War dagegen. Wir waren dagegen. Es wurde genug überwacht, haben wir gesagt. Ich bin ja eher mehr für Einzelförderung als für allgemeine Förderung. Also ich halte es auch potenziell für sinnvoll, unterschiedliche weiterführende Schulen zu haben. Ich auch. Ich bin kein Freund der Gesamtschule. Ja, genau. Manche Leute sind einfach klüger als andere. So, und das ist halt dumm ist, wer meint, das ändern zu können mit Bildung. Eigenheimförderung? Finanziell unterstützen, ja, ne? Wir für. Okay, wir bleiben bei der Inklusionsnummer jetzt, aber wir müssen trotzdem mal kurz eine Pause machen, denn die Folge ist vor Enden zu Ende. Das wird nächste Folge kriegen wir dann das Ergebnis. Geklärt, genau, sehr gut. Nächste Folge gibt es das Ergebnis. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, haut rein.